Beginn der Aufnahme jetzt. Wir sind wieder zurück bei Let's Play Ghost Recon Wildlands. Die Nacht ist hereingebrochen bei uns. Wir haben hier ein bisschen an dieser Basis Informationen beschaffen, beziehungsweise schon mal markiert. Und wir sind hier, weil wir einen Hauptmann suchen, der was mit unseren zwei Zielen zu tun hat. Ne, Freunde? Mit Sarazar, genau. Mit Mafuyu und wer mit sind dem wir? Niemand. Ihr seid niemand. Wir sind die Ghosts. Die Ghosts. Okay. Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich nehme jetzt auch die erste Folge wieder mit auf. Also, wir haben ja die Beta gespielt, der Curry und ich. Ne? Ja, die Folge davor habe ich noch nicht mit aufgenommen, weil ich das schon gesehen habe, Tobi. Ich habe das viermal schon gespielt. Geil. So, wichtig ist, also die Jungs hier, die vor uns sind, die sind sehr gepanzert. Ja. Das sind jetzt halt nicht so Rebellen oder sowas, sondern es sind wirklich gepanzerte Jungs. Und du musst halt mehrmals auf die schießen oder direkt einen Headshot geben. Und nachts ist es wichtig, dass du alle Scheinwerfer ausschaltest und auch guckst, dass sie keine Alarmanlagen haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit der Drohne erstmal drüber fliegen und suchen. Was? Haben schon viel markiert. Die haben einen fetten Stromkanister, den müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Da haben wir direkt das ganze Licht weg und die Alarmanlage ist auch keine Gefahr mehr. Okay, am besten dann würde ich sagen... Ja, wie wollen wir das machen? Zwei Sniper oder was? Und einer, zwei Nahkämpfer oder was? Ja, haben wir Sniper sind von hier aus nicht so gut. Also, die einzige Möglichkeit, wo wir jetzt die Sniper einsetzen können, sind halt die Wachtposten, die Wachtürme. Da können wir die halt gut ausschalten. Ja, die drei Schiffe. Weil die Soldaten, die hinter den Zäunen irgendwie sind, da hast du ja keine Sicht drauf. Weil du hast hier überall drumherum flaches Gebiet irgendwie. Das ist nicht so geil. Weil hast du einen Sniper? Ich habe einen Sniper. Ich auch. Okay, dann geht auch Tobi und Walle, wenn ihr beide keine Sniper habt. Wir sind bei mir gerade wieder am Quatschen auch, sorry. Oh, ja, sorry. So, ist kein Problem. Den Stromkasten doch ausschalten. Ja, Unidad. Das ist eine gute Idee. Ja. Das sind die Unidad-Soldaten, das sind diese gefährlichen Soldaten, genau, die eigentlich damals zum Beschützen von Bolivien da sein sollten und dann haben sie uns hier in die Scheiße geritten, weil sie irgendwie Deal mit den ganzen Gangstern hier in das Land mit dem Koks überwuchern gemacht haben. Warte mal kurz, bevor ihr weiter vorgeht. Dennis, geh du mal da nach rechts, weißt du? Du hast ja da rechts ganz einen auf den Turm, weil von hier aus werden wir den, glaube ich, nicht kriegen. Ich glaube, in der letzten Folge sind wir dann irgendwie hier hingekommen, muss man auch dazu mal erwähnen, und haben eigentlich nicht viel erreicht, außer ein paar Informationen beschafft, dass wir hier jemanden verhören sollen. Ich kann das auch mal gerade anzeigen hier. Hallo? Da. Genau, da seht ihr die Informationen. Pass auf, dass die euch nicht entdecken, ne? Ja, der Lichtstrahl ist halt sehr gefährlich. Und der Stromkasten ist natürlich auch innen, ne? Da müssen wir natürlich auch erstmal reinkommen. Okay, cool. Ja, ich habe mein Ziel. Das müsst ihr am besten schaltet ihr zuerst den linken Sniper aus, ne? Ganz links? Ganz links, weil da ist der Stromkasten. Den da, ich habe den markiert. Oder meinst du den hier vorne? Meinst du den hier vorne, Tobi? Beide am besten. Okay. Kann man irgendwie die Luft anhalten, Curry? Ich glaube, das macht der von selber. Nee. Ja, und jetzt rein ins Lager und den Hauptmann irgendwie, nach dem Hauptmann, der mit Julian einen Sniper habe ich. Okay, warte, ich mach den anderen. Verstanden. Na bitte. Okay, sehe den Unidad-Hauptmann. Mach du den hier, Curry. Ja, warte. Ich muss nicht, ich leg mich mal hin dafür. Ich will einen Save-Shot haben. Okay, Leute, die Sniper sind erledigt. Nee, einer ist noch einer. Ja, der sagt jetzt tot. Sehr gut. Okay, auf dem Boden waren überhaupt keine Truppen gewesen, das heißt, eigentlich müssten wir hier safe sein. Doch. Warte, wir fliegen mal rum mit Drohnen, wir beide. Aber hier am Stromkasten war nichts gewesen, da bin ich gerade dran. Ey, ihr werdet vom Scheinwerfer gespottet, Leute. Nein. Hä? Nein? Doch, der ist hinter euch hergegangen gerade. Hä? Nein, der hat einfach vorne drauf gezeigt. Alles gut. Okay, ich hab den mal kaputt gemacht. Geht am besten hier links die Küste entlang, Leute. Weil ich glaube, das Haupt... weiter lang, also ich glaube, das Haupttor, da kommt er jetzt eh nicht durch. Das ist weiter dahinter, stimmt, ich sehe das gerade. Da wartet noch ein Scheinwerfer auf euch. Machen wir den kaputt, ja, ne? Mach die mal kaputt, ja. Aber schön mit Schalldämpfer, ne? Ja. Boah, das sind aber super viele Leute, ne? Ja, das sind sehr viele. Okay, Dennis, lass uns mal aufrücken. Ja, das ist schon ernster geworden. Also, jetzt Folge gerade jetzt hier, ne? Letzte Folge voll am Banausen. Ist hier vorne was, wo wir gerade sind an der Ecke? Ja, warte, ich habe gerade einen Cooldown von der Drohne, gleich fliege ich weiter. Ihr müsst unbedingt die Folge beim Sarazar sehen. Also, die besten Fahrkünste der Welt werden euch präsentiert. So, ja, okay, warte, ich komme wieder. Okay. Tobi, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Alle <damit? lacht> Seid ihr drin? Wir sind drin, ja. Okay, links von euch ist eine Lampe, ne? Drin, Alter. Warte mal, ich mach die Lampe erstmal aus. Okay. Munition ist voll. Zack. Schön gemacht. Da vorne ist noch eine Lampe, vielleicht kann ich die von hier erwischen sogar. Okay, wartet, Leute, ich schieß mal auf euch auf. Boah. Schön, oder? Pass auf, da fliegt ein Helikopter, von dem dürfen wir auch nicht gesehen werden, ne? Wo ist denn der Helikopter? Links. Lampen sind aus. Es Richtung ist dunkel, Küste. Freunde. Nord. Okay. Okay, ich komme jetzt zu euch, ja? Wenn ihr beim Stromkasten seid, könnt ihr uns die Tür öffnen, ne? Das Tor. Bin bei euch, Leute. Mach ich mal die Tür auf, warte.
Befrei mal diese komischen Rebels. Tobi, lass mich doch rein! Ja, was er wollte. Ah, okay. Ich hoffe, ich kann die gar nicht aufmachen, die Tür. Ja, dann lass das, weil nicht, dass sie dann irgendwie rumrennen und es fällt auf oder so. Ich hab die rausgelassen, alles gut. Doch, das Tor kannst du doch irgendwie auch machen, Tobi. Nee, geht nicht. Ah, ich glaube, du musst erst den Stromkasten. Ich flieg mal kurz weiter hier im Hintergrund irgendwo. Die bewaffnen sich jetzt. Der Stromkasten ist direkt hinter der Mauer. Ah, ich kann drüber klettern. Da ist aber keiner, Tobi, pass nur auf. Ja. Rebellen, greif die Unidad an. Ja, genau das habe ich, da hatte ich jetzt Angst vor. Ja, aber lass die angreifen, Tobi. Lass die erstmal angreifen. Die werden alle. Ja, ihr müsst aber trotzdem schnell den Stromkasten ausschalten, sonst machen die gleich Alarmanlage. Dann sind wir ganz drin. Okay. Mach ihn aus. Okay, da hast du natürlich recht. Bin dabei. Zack. Ja, drei geholt. Hast du den? Strom ist aus. Nice, Tobi, sehr gut. Guter Move, Tobi, guter Move. Echt geil. Okay, sehr cool. Die denken halt ein bisschen ab, ne, die Rebellen. Das ist gar nicht mal so schlecht vielleicht. Ja, in der Zeit können wir uns eigentlich schon auf unsere Hauptaufgabe konzentrieren, oder? Ja, eben. Die liegt eben hier oben. Okay, ich komm mal zu euch. Wie mache ich eine Taschenlampe an, Freunde? Alter. Gibt's sowas wie eine Taschenlampe eigentlich? Ich weiß nicht, ob man die sich erst... Oh, Unidad-Patrouille alarmiert, Freunde. Okay, schnell. Also da kommen jetzt, wenn wir das Unidad nochmal zur Info sind, diese Polizisten, ursprünglichen, die eigentlich gegen das Drogenkartell kämpfen sollten, aber dann wurden so viele Politiker getötet, dass sie jetzt mittlerweile gemeinsame Sachen mit dem Drogenkartell machen. Okay, eine Patrouille kommt von außen, ne? Seid ihr da? Seid ihr hier drin? Ich bin oben auf dem Dach, ich bin auf dem Haus. Ja, einer besorgt die Infos, ich kümmere mich um die Patrouille, die jetzt kommt. Ich gerade zum Punkt, den wir erreichen müssen. Und den haben wir okay, hier. Okay, ich habe alle im Innenhof, habe ich tot. Okay, pst. Wie läuft's so, Drecksack? Rendejos. Ihr seid tot. Hör ihn. Okay, nice. Gib's. Wie du willst. Aber bei sadistischen Fickern wie Juri und Polito hängst du vielleicht als Nächster an der Decke. Du kannst ihnen nicht trauen. Du bist besser dran, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte. Aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann lock sie nach Itaqua, sag. Du hast ein Paket für sie. Okay. Leute, ich habe hier eine Mitfahrgelegenheit. Kommt raus. Warte. Okay, Moment. Schnell. Wir übernehmen gerade das hier. Verhör. Kommt mal lieber hier hoch. Nee. Ich höre das, so. Ja. Wir hören das. Oh, wir haben Besuch, ne? Okay, schnell. Hopp. Wir müssen in den Heli. Weg. Kommt, Jungs. Wo ist der Heli? Hinterhof. Kann ich hier rüberspringen einfach? Kann ich. Schnell, Unterstützung ist schon keine unterwegs. Wir müssen Heli machen. Die kommen alle, Leute. Go. Okay, schnell weg hier. Ich bin beim Heli. Ich gebe ein bisschen Unterdrückungsfeuer, sag, wenn ihr drin seid. Komm, Curry. Go. Tobi, okay, Curry, komm rein. Unterwegs. Die Bastarde, den werden wir jetzt zeigen. Okay, go. Weg. Juhu. Nice, Leute, das war ein guter Eingriff. Weg hier. Flieg. Ich zimmer einfach drauf. Flieg weg. Flieg einfach weg. Dennis, pass auf, du sinkst ab. Ja, ich sehe, alles gut. Ja. Wow. Alter Schwede. Boah. Okay. Wir werden jetzt gejagt. Wir müssen aufpassen. Vielleicht müssen wir nicht, dass irgendwie ein Helikopter kommt oder so. Ich glaube, wir haben die untertauchen oder sowas, ne? Ich muss da nochmal meine Fertigkeiten checken, aber das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Das mache ich mal, glaube ich, im Off. Denkst du die Flair, ey? Ich habe das auch im Off gemacht vorhin. Ja. Juhu. Also Unidad-Patrouillen sind quasi so eine Art Stern oder was? Ja, das sind eigentlich Polizisten. Ich glaube, das sind die korrupten Bullen hier, ne? Ja, die korrupten Bullen. Ja, okay, nice. Das kannst du einmal landen, dann können wir mal eben unsere Fertigkeiten kontrollieren. Aber das war eigentlich schon ein guter Eingriff, ne? Die hatten, glaube ich, mit dem Präsidenten... Was ist denn los? Ey, guck mal oben rechts! Was ist denn da los? Ja, was denn? Voll die Mega-Explosion direkt vor uns. Ah ja, da. Feuer, stimmt. Okay, pass auf, ich flieg mal drüber. Das sind Unidad-Leute. Nee. Doch, unter uns, guck doch. Ja, da unten in dem... Ja. Was ich sehe kaum was, so dunkel. Alter, mach doch nicht das Licht an, bist du wahnsinnig? Komm, knallt die ab, die Drecksäcke! Ich kann die gar nicht sehen. So, jetzt. Du bist weit. Ich kann die auch nicht sehen. Jetzt. Ihr Hurensöhne! Okay, war ein Fehler. Ja. Okay, wir hauen ab, wir alle! Gleich stürzen wir ab, sind tot. Es war alles so schön. Wir sind die Ghost, ihr Motherfucker. Wir sind so schön abgekommen, ey. So. Ja, auf jeden Fall. Uah, Alter. Uah.
Okay, dampfen ein bisschen. Uah, war das knapp. Was haben die? Wir landen da vorne in der Stadt, komm. Ey, krass, meine neue Stadt. Also, wie gesagt, wir kennen die Landschaft ja auch kaum bisher. Ja, wir haben auch nur ein Bruch, also einen minimalen Teil vorher, oder nicht, dass da irgendwie Feinde sind, Alter. Ja, ja, ja. Das ja, ist ja eine riesige Welt. Ne, ist gut, aber die nächste Mission gespottet, wenn ihr Bock habt. Wird auch hinfliegen. Ist die größte Open World, die es jemals von Ubisoft gab. Da sind ganz viele Feinde, fliegt da nicht hin. Ja, 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 ja. Scheiße, wir müssen aber umsteigen. Lass das Boot an der Küste da vorne nehmen. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Lass bei den Fetten hier unten keine nehmen, Alter. Lass bei den Fetten hier unten. Aber noch niemand hat eine neue Mission ausgegeben gerade. Doch, doch, ich hab das markiert und da müssen wir Alter, hinfahren. Wir sind entdeckt worden. Flieg weg, flieg einfach weg. Ja, es wird nichts mit dem Boot. Meinst du, wir kommen da nicht alle rein? Nee, ja, aber willst du denn mit dem Boot? Dann ist ja. Wir müssen 6,4 Kilometer. Ja, die sind halt überall, die Schweine. Ja, flieg einfach geradeaus. Boah, Alter, kriegt auch gut was ab hier. Und das ist noch ein Menü mit, gerade keine Konzentration dafür. Mach das Licht aus, bitte. Die FG, ne? Boah, Alter, ein Zug, Mann, rechts, guck mal. Jo, Mann. Nice. Ja, die Welt ist schon du geil. Du musst genau die andere Richtung fliegen, ne? Hier ja, können wir mal eben auf den Berg landen oder so, wenn du willst. Na links, 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 links musst du. Ne, ne, ich fliege jetzt zur fliegen. Markierung. Ich weiß nicht, sollen wir zu dem Konvoi oder sollen wir die Story-Mission machen? Alter, sind überall Gegner. Wir müssen erstmal ganz wegkommen jetzt. Flieg weiter rechts. Ja, ne, ich flieg zum Ziel, was der Tobi markiert hat. Ja, aber flieg doch weiter rechts, du fliegst ja gleich wieder über die Stadt drüber. Hä? Die ist doch links, die Stadt. Kann mal wegen die nächste Mission kurz vorlesen? Die wir haben. Steht da schon was? Warte mal, ich guck mal. Ich glaube, wir haben noch gar keine gegeben, ne? Doch, 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 hier unten. Meinst du 6 Kilometer weg, Tobi? Nee, was ja, wir da machen müssen, ja, ja. Tobi? Was müssen wir denn da machen? Ach hier, El Politos Sportwagen. Ah, das ist das mit dem Sportwagen. El Polito hat ein Faible für teure Sportwagen mit dem neuesten elektronischen Schnickschnack. Wenn wir das Auto in die Finger kriegen können, unsere Techniker einen Haufen von Informationen vom Wortsystem abschöpfen. Das Auto steht in Santa Blancas Basis in Itaqua. Dringen Sie da ein, schnappen Sie sich das Auto und verschwinden Sie. Oh. Das ist das, wenn ist das, da nichts ist. Tobi, links. Ist das das? Links, links ist das, gelbe, das 4,6, das ne? Das gelbe links, 5 Kilometer. Wissen, wo El Politos Auto 500? Steht. 5 Kilometer. Wir wissen, achso. Wo El Politos Auto steht. Aber ich finde voll krass die Weitsicht, ne? Wie das aussieht. Ja, das ist schon hammergeil. Also muss man echt sagen, grafisch gesehen, Hammer. Aber ist das die gleiche Engine wie bei The Division? Ja, oder? Weiß es nicht. Wäre wie bei Watch Dogs, würde ich sagen. Ist die Unity Engine, glaube ich. Guck mal, unten wird rot. Was ist das? Hier links, die Flare. Zack. Unity ist das auf keinen Fall. Ja, das sind immer solche random Events. Boah, der Hubschrauber macht ja nicht mehr lange. Was halt cool ist, dass wir gemeinsam zocken können, ne? Ja. Das ist schon geil. Da, wo wir jetzt gerade hinfliegen, ne? Nach links zu dem gelben Punkt, ne? Ja, links. Du hast das falsch markiert, Dennis. Warte, ich markiere mir das eben. Moment. Ach, falsche Taste. Warte. Also zwei haben irgendwas markiert, was totaler Bullshit ist. Ja. Ich habe unten die Mission markiert. Ja, ich hab auch El Politos Dings Sportwagen. No. Ach, da unten? Ja. Ah. Links, 3,7 Kilometer. Ja, ihr könnt, ja, wenn ihr die Map aufmacht, dann könnt ihr einmal Rechtsklick drücken und dann könnt ihr dann die ganzen Vorträge sehen oder die ganzen Missionen, die gerade aktiviert sind. Bei mir ist noch Einsätze gesperrt. Schalten Sie Einsätze frei, indem Sie untersuchen und Sie bei Events freigeschaltet Einsätze in der Provinz absolvieren. Also ich habe den Einsatz irgendwie gar nicht. Doch, den musst du haben. Vielleicht habe ich den nicht aufgenommen oder so. Das kann ja sein. Meinst du, Helikopter schafft das noch über den Berg hier? Ich hoffe, ey. Ja, egal. Das ist jetzt eine Hauptmission? Ja. 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 Oh, dann ist es natürlich schlecht, wenn ich die nicht habe. Dann ist irgendwas schief. Doch, du musst die haben, Walle. Drück mal M einmal und dann einmal Rechtsklick. Ja, ich bin ja nicht ganz voll doof. Da steht dann zwei Einsätze hätte ich und dann auf einmal steht da null. Hä? Was ist das denn? Hey, Moment. Jetzt geht's. Aha. Amaros, ja. Rettung, die Rettung von Amaro ist von uns das große Vorteil, das ist das Ding. Nee, das El Politos Sportwagen musst du gehen. Ah, da, ja. Da steht auch gut, zugeteilt von drei Kameraden, siehst du? Dann ja, ist das war mein Fehler. Ja, ja, genau. Okay, Leute, weiß. Da vorne ist es. Super. Geil. Ich freue mich echt auf das Schneegebiet und so, das sieht voll geil aus. Mal hier. Ich hoffe, das ist jetzt aktiviert. Aber auch die Burg da oben, ne? Das sieht auch richtig geil aus. Das ist ja. Cool. Okay, sorry, das muss ich erstmal klarkommen, jetzt genau, wie ich das genau einstelle. Weil ich war die ganze Zeit auf dem falschen Gebiet, Dennis, weil ich mit der Maus runtergegangen bin. Und da war ich diese Mission nicht. Du hast links da so ein Bergfuß, ne? Da können Warte. Oder so. Das sind wieder überall Feinde, Vorsicht. Boah, die sind überall. Überall, wie die fliegen, du. Soll ich dich hier rauslassen, Curry? Ja, links weiter. Berg da. Weil du fliegst halt relativ nah wieder, ne? Warte, ich lass dich hier raus. Geh auf den Berg da hoch. Wir können hier alle rausspringen. Ja, ist doch recht, ja. Ja, lass sie landen. So genau. Auf dem Hinterfeld, genau. Ja, ist doch wie in Vietnam gerade, hier so ein Reisfeld.
Ja, sieht echt so ein bisschen so aus wie so Vietnam. Oh, Alter! Was der denn für Bunny Hop, Alter? Und die Landung nicht ganz so Vietnam-Film. Sun Express, Alter. Wir sind die Ghosts! So. Der war direkt Panik. Ghost! Boah, ist aber verdammt dunkel, ne? Ja. Ja. Nacht- und Nebelaktion. Irgendwie eine Lampe? Ich glaube nicht. Ich glaub, Vorsicht, 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 stopp, stopp, stopp. Die Granate, was für die Granate? Boah, Alter! Ja. Der hat den Hubschrauber demoliert. Wurden wir entdeckt? Weil er die Unidats kommt! Nein, 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 die sind nicht entdeckt, die sind markiert. Vorsicht, der Helikopter. Die chillen da nur ihre Basis, Leute. Der Helikopter explodiert gleich, Vorsicht. Irgendwer hatte mal was. Was ist denn jetzt los? Was macht der denn da hinten, Alter? Baller hat den Helikopter gesprengt. Ja, Beweismittel A zerstört. Ja, so nice hier. Was geht ab, Leute? Geil. Okay, let's go. Vorsicht, sollten jetzt kommen Autos. Okay, vor. Sneaky Hulk ist unterwegs. Ja, das ist auch wichtig. Manchmal fahren die Leute sozusagen wie eine Streife. Das kann halt sein, wenn ein Auto hinter euch kommt und der Radius euch trifft, dass ihr dann auch von hinten angegriffen werdet. Also ihr müsst auch immer auf das Radar hinten achten. Okay. Super. Hier vorne, ist schon mal nichts, wir können weiter vorrücken. Ja, hier sind aber schon welche. Direkt am. Wir haben Gesellschaft. Ey, Drohne. Ja, was auch wichtig ist, ihr könnt nach und nach die Drohne und solche Sachen ja verbessern. Ne? Also ihr kriegt dann zum Beispiel eine MP-Drohne, der Radius verbessert sich, ihr könnt auch einen Fallschirm freischalten und so weiter. Okay, bam, Alter. Ich bin in Position. Da hinten ist eine Turret, ne? Müssen wir aufpassen, Minigun. Unbekannter Ort. Hier oben ist auch eine Minigun. Okay, wir müssen auf jeden Fall rausfinden, wo das Auto steht, ne? Irgendwie klingelt hier ein Handy. Warte mal. Was, ein Handy klingelt? Weil wenn ich jetzt ein fettes Visier für die Sniper hätte, ne, dann wäre die super geil. Wie ist das eigentlich, diese Turret da oben, ne? Schießt die von alleine, oder? Nee, da stehen Leute dran, da stehen Leute dran. Ich kann mir den holen, ich bin mit dem Schalldämpfer direkt bei dem. Ja, ich könnte ihn auch holen, hol du ihn? Ne, wenn du kannst, Tobi, wenn du schießen kannst, mach. Okay, versucht möglichst gleich, wenn ihr auf dem Gebiet, auf dem Gelände seid, schön abzuklären mit den Drohnen, ne? Weil dann könnt ihr auch schön alles für mich markieren, dann sehe ich auch viel. Ich gehe links rum, ne? Also ich bin hier drüben. Ah, Curry, kannst du gestern als Sniper bringt dir das. Doch, Curry, du kannst das Dach aufräumen. Ja, ja, du müsst halt markieren. Ich habe eine gute Position, ich sehe alles, ich sehe das ganze Gelände, Mann. Ja, aber die sind im Gebäude drin, das ist das Problem. Ja, ja, dafür seid ihr ja zuständig. Ja, also wir haben zwei auf dem Dach, Curry, drei auf dem Dach. Ja. Links am Ende, hier sind auch überall Patrouillen am Ende des Ortes, ne, links und rechts. Ja, ich guck gerade. Ne, es sind auch viele Passanten hier, ne? Guck mal, da habe ich schon wieder einen markiert. Okay, hier ist die Garage, ne? Hab da auch schon gefunden. Ist noch einer. Okay, wir können langsam vorrücken. Okay, ich versuch den mal. Curry, du musst das Dach unbedingt aufräumen. Hier da rechts ist die Karre, ne? Okay, zack. Lass uns vielleicht einfach durch da gehen. Das kriegen wir schon hin. Wer hat geschossen? Ich hab einen Linksblatt gemacht. Okay, hast du einen Schalldämpfer? Ja. Ich versuche das Dach ein bisschen aufzuklären, nur ich muss halt warten, bis die stehen. Vorsicht, da drinnen, der Typ, ne? Der steht ein bisschen um die Ecke, das kann sein, dass ich weiß. Wir haben sie aufgescheucht. Scheiße. Ich bin beim Sportwagen, Freunde. Scheiße. Warte, Alter! Oh, fuck! Nie so da reinrennen! Ich mach mal ein bisschen Ablenkung, warte mal. Hallo, du auch hier? Boah! Ich bin tot, ich liege. Da hinten im Gebäude ist noch ein MG. Hinter dir direkt, Dennis. Direkt hinter dir. Fuck, 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 warte, ich kann nicht. Ja, ja. Wo? Bring ich erstmal in Sicherheit. Hier, direkt hinter dir. Ja, ja, ich weiß. Ich muss den Typen töten, warte. Okay. Alter! Geh doch mal in Deckung und hol mich zurück, dann kann ich dir helfen, du Nase weiß. Du liegst direkt in der Tür. Ich kann nicht. Kannst du nicht über mich drüber? Oh, 20 Sekunden nur noch. Ja, ich schaff das schon, warte. Ja, ich bin tot. Fuck! Junge, die kam von zwei Seiten, Alter. Oh, Mann, ey. Okay, ganz ruhig, alles wird gut. Alter, das war auch mein Fehler, ey. Da bin ich richtig reingerusht. Du darfst niemals da rein. Hau ab. Nee, nicht bei Ghost Recon. Tobi, links. Tobi, ich häng fest, Mann! Rette uns, Tobi, rette mich. Ach, ich kann nichts machen, ich bin tot. Nein. Alter, die ganzen Ghosts sind alle tot, Alter, ich hing fest. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Oh. Okay, Verstärkung haben sie auch geholt. Okay, das lief doch super, ey. Ja. Currywurst. Ja, ihr müsst halt warten, bis ihr respawnen können, weil ich kann jetzt nicht hier runterkommen. Warum kann man das nicht abbrechen? Das ist voll scheiße. Kann man das nicht? Nee. Okay, die haben jetzt vor mir die ganzen, alle Männer. Ja, ihr könnt bei mir spawnen und neu anfangen, aber, ne? Vor mir im Wald sind überall Patrouillen.
Ey, man muss doch Enter drücken. Boah, Alter, scheiße, Mann. Muss man Enter drücken? Sind bei euch auch markiert, ne? Dauert ein bisschen. Ja, ja. Passiert bei mir. Ah, jetzt. Ich bin versuch, die ein bisschen auszuschalten. Ein bisschen aufpassen mit dem Wurmschießen jetzt. Leute, aber wenn die Position ausfliegt, ist alles scheiße, ne? Ah, da ist der Mafuyo auch hier. Guten Tag. Alter, hallo, Dri. Sorry, bei meinem Sarazar, Fehler. Ich nehm's auf meine Kappe, ey. Auf mein Käppchen. Aber wichtig ist halt, weil er immer ganz, du musst echt immer ganz ruhig bleiben, weißt du? Ja, ich wollte jetzt so einen geilen Abgang machen, weißt du, mit dem Sportwagen da durchbrennen, durch nach Rio und dann ja, weg aus Bolivien. Oh, oh, jemand hat sich auch getroffen. Plötzlich ist er in Rio, was? Ja, von Bolivien nach Rio sind wir so weit. Okay, schön vor, erstmal die Männer hier vorne ausschalten. Ich seh die nicht. Aber sind halt Büsche dazwischen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil da flitschen die Kugeln ein bisschen weg. Cool, gehittet. Warte mal, der Truck. Kann das sein, dass sie gerade mit der Karre abhauen, Leute? Nee. Nee, die Karre ist ein Sportwagen. Alles gut. Den habe ich ein paar Mal getroffen, aber leider nicht tödlich. Jetzt nice, down. Okay, rechts von euch sind noch welche. Alter, was ist denn da hinten für eine Explosion gewesen? Was war das denn? Ich hab keine Ahnung, durch den Baum schießen kann, ne? Warte mal. Was sind denn hier noch im Gepäck eigentlich? Hä, wieso treffen die mich, aber ich treff die nicht? Okay, Vorsicht, ich komm näher, die kommen auf euch zu. Eins ist fehlgeschlagen, zieh deinen Kommen, na toll. Ah! Oh, Leute, das haben wir richtig gefailt, ey. Ich sag doch, die sind mit dem Auto weg. Was für Spannung, Alter. Dann mal probieren wir das in der nächsten Folge einfach nochmal, ey. Das ist doch eine Idee, Mann. Das ist doch eine Idee, Harald. Harald, das kann mal passieren. Wir sind ja immer noch, auf Gott, der Ausbildung mit den Ghosts, ne? Wir sind die Ghosts. Ja, aber in der Ausbildung. Raus. Aber wir können uns respawnen, wir können einfach nicht sterben. Und wir sind ja, ist ja gar kein Problem, wir können alles. Wir können einfach alles, Junge. Nee, würde ich sagen, machen wir nächste Folge einfach normal, oder? Ja, ja. Das ist so eine wollen gute. Wollen wir vorher ein bisschen kuscheln gehen da in dieser Hütte und ein bisschen hier die Füße im Wasser baumeln lassen? Ich geh mal am nächsten, ciao. Ja, boah, die Mucke, die hilft doch einfach im Spannen. Hör mal nicht rein. Schön hier, Alter, hier bleibe ich auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Ja, Freunde, bis zum nächsten. Schön hier. Ciao, ne? Tschüss. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Wieso wirklich und vergesst nicht, ich bin Sarazar. Ein Mann der Nation. Was ist denn mit dem los, Alter? Ich rette Bolivien. Bolivien? Nicht? Ciao. Ja, tschüss, Dennis, hau rein.